Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady. Der nächste 5er Raid Boss steht vor der Tür und zwar das ist die Tiergeistform von Boreos. Die kommt in den 5er Raids und zwar am Dienstag, den 30. März um 10 Uhr Ortszeit und bleibt bis Dienstag, 13. April 10 Uhr Ortszeit, also wieder 2 Wochen lang. Wie funktioniert der Wechsel? In der Vergangenheit ist es zumindest so gewesen, dass die Raid-Eier vor 10 Uhr war dann der eine Raid-Boss und die Raid-Eier, die erst nach 10 Uhr aufgetaucht sind, dann der andere Raid-Boss drin ist. Jetzt war es aber bei Rayquaza irgendwie anders. Obwohl Rayquaza für 10 Uhr angekündigt war, kam er auch wirklich um 10 Uhr. Das war ein bisschen merkwürdig. Deswegen bin ich jetzt mir nicht hundertprozentig sicher, ob das wirklich noch so ist oder ob sie das jetzt vielleicht verändert haben. Vielleicht kann es sogar sein, dass eine Stunde vorher, wenn die Raid-Eier auftauchen, dass da schon der neue Raid-Boss drin sein kann. Werden wir sehen. Müssen wir genauer beobachten, ob sich daran was verändert hat. Boreos in der Tiergeistform ist jetzt das allererste Mal in den 5er Raids. Und dieses Pokémon ist von Typ Flug. Das heißt, folgende Schwächen hat dieses Pokémon. Und zwar von den Attacken von Typ Elektro, Gestein und Eis. Die sind sehr effektiv. Und die Attacken von Typ Boden, Pflanze, Kampf und Käfer solltet ihr nicht einsetzen, weil die sind nicht sehr effektiv. Wie genau unterscheidet sich jetzt Boreos Inkarnationsform mit der Tiergeistform? Die Basiswerte sind unterschiedlich, aber man muss leider dazu sagen, die Tiergeistform ist jetzt nicht überragend besser. Der KP-Wert ist zum Beispiel identisch. Der Angriffswert ist sogar bei der Inkarnationsform höher. Und der Verteidigungswert ist bei der Tiergeistform höher. Mal sehen, was das genau bedeutet. Ich werde es euch genau zeigen. Als nächstes schauen wir uns erstmal an, welche Attacken dieses Pokémon erlernen kann. Als Sofortattacke kann es Erstauner und Windstoß. Und als Ladeattacke kann es Hitzewelle, Psychokinese, Fokusstoß und Orkan. In den Konsolenspielen von Pokémon gibt es einige Pokémon, die eine Spezialattacke haben. Und dies ist leider bei diesem Pokémon aber nicht der Fall. Dennoch könnte Niantic ja irgendwann mal auf die Idee kommen, ein spezielles Event zu starten. Und bei diesem Event gibt es dann dieses Pokémon mit einer ganz anderen Attacke, die dadurch sorgt, dass das Pokémon auch besser ist. Wenn ihr jetzt nun gegen diesen Raid-Boss kämpfen wollt, wie viele Spieler braucht man? Also zu zweit ist der wohl machbar, kann aber an den ein oder anderen Boost liegen, ob man den dann schafft oder nicht. Also beste Freunde ist auf jeden Fall zwingend erforderlich, weil das macht schon einen riesengroßen Unterschied, ob mit oder ohne. Ansonsten für normallos, sage ich jetzt mal, kann man den schon zu dritt machen und zwar bis Level 30er Konter. Zumindest hat man das so auf Pokebattler gesehen und zwar auch ohne Freundschaftsbonus und ohne Wettervorteil. Also so schwer scheint dieser Gegner nicht zu sein. Also ich würde sagen, wenn ihr zum Beispiel 5 Leute zu einem Raid einlädt, dann ist es völlig okay, 3 Level-30er-Spieler mitzunehmen und ich denke, dann schafft ihr das auch, wenn ihr dann wirklich zu 6 dann seid. Wenn ihr den zu dritte besiegen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall schauen, dass ihr auch wirklich die besten Konter dabei habt. Wie zum Beispiel auf Platz 9 Terrakium, auf 8 Magnezone, auf 7 Rihonyo, auf 6 Raikou, auf 5 Elevoltec, auf Platz 4 Galar Form Flampivian, auf Platz 3 Zekrom, auf Platz 2 Voltolos in der Tiergeistform und auf Platz 1 Ramaidon. Das waren jetzt einfach mal alle Konter ohne Krypto-Pokémon. Die besten Krypto-Pokémon, die vor Ramaidon stehen, sind Raikou, Elevoltec, Magnezone, Zapdos, Mamutel, Despota und Sneebunna. Wenn ihr ein Mega-Pokémon einsetzen wollt, dann ist hier Mega Voltenso die beste Wahl, weil sie auch natürlich effektiv ist. Wenn ihr noch weitere Konter braucht, dann schaut ihr auf die Webseite pokebattler.com. Habt ihr den Raid Boss besiegt, könnt ihr im Fangmodus anhand der WP erkennen, ob es ein 100er ist. Ohne Wetterboost ist das Pokémon auf 1837 WP und mit Wetterboost ist das Pokémon auf
2296 WP. Ein Wetterboost findet leider nur bei Winnig statt. Die Fangrate ist wie immer. Ein legendäres Pokémon hat eine Fangrate von 2%. Und wenn ihr die Fangmedaille auf Gold habt, eine goldene Himi einsetzt und einen einfach fabelhaften Curveball trifft, dann erhöht ihr die Chance auf 15,6%, dass ihr es fangt. Bevor ich es vergesse zu erwähnen, das Pokémon gibt es aktuell noch nicht als Shiny, da müsst ihr euch noch gedulden, bis es zum nächsten Mal wieder in den Raids kommt, vielleicht dann. Wenn ihr das Pokémon dann gefangen habt, was kann man damit anstellen? In den Raids sieht es aktuell wie folgt aus, das Pokémon ist dann auf Platz 12. Der Pokémon, die den meisten Schaden pro Sekunde mit 2 Flugattacken machen können. Hier hätte dann Boreos in der Tiergeistform Windstoß und Orkan. Und er kommt damit auf 13,9 Schaden pro Sekunde. Auf Platz 1 haben wir Lavados und schafft mit der Eventattacke Himmelsfeger 16,9 Schaden pro Sekunde. Was genau bedeutet das jetzt? Also, wenn ihr keinen einzigen anderen Konter habt als Flug-Pokémon, die hier auf der ersten Seite sind, kann man sagen, okay, kannst ja mal ein Boreos in der Tiergeistform pushen. Würde ich euch aber nicht empfehlen. Ihr könnt genauso gut das Boreos in der Inkarnationsform pushen. Das ist nämlich auf Platz 11. Grundsätzlich zum Pushen möchte ich euch aber noch mitgeben, es empfiehlt sich halt zu warten, bis man auch wirklich ein Einsatzgebiet hat. Zum Beispiel darauf zu warten, dass wir einen Raid-Boss haben, wo wir auch wirklich Flugattacken gebrauchen können. Und so lange kann man das Pokémon einfach in den Beutel liegen lassen und sagen, jo, ist halt nicht gepusht. So spart man halt Sternstaub. Wie sieht das Ganze jetzt im PvP aus? In der Superliga kann ich euch auf jeden Fall sagen, dass das Pokémon nicht verfügbar ist, weil es in Feldforschungsdurchbruch noch nie war oder in einer Feldforschungsbelohnung. Und deswegen ist das dort nicht verfügbar, weil die WP einfach zu hoch ist. Hyperliga und Meisterliga kann ich euch nicht sagen, weil das Pokémon auf pvpoke.com noch nicht gelistet ist. Ich gehe aber davon aus, dass jetzt das Pokémon nicht ultra krass in der Liga sein wird. Vielleicht, weil es wieder keine besonders guten Attacken bekommen hat. Ja, man könnte dem Pokémon vielleicht ja noch eine bessere PvP-Attacke geben, damit es dann so richtig krass glänzen kann. Wir werden sehen. Wenn ihr später mal vorbeischaut auf pvpoke.com, dort könnt ihr dann bestimmt dann auch den Rang sehen. Das Pokémon hat aber noch eine Zukunft. Wir werden das Pokémon auf jeden Fall nochmal in den Raids bekommen, weil das Pokémon ja jetzt nicht als Shiny veröffentlicht wird, was meistens oft der Fall ist. Also jedes legendäre Pokémon, fast jedes legendäre Pokémon ist erst ohne Shiny in die Raids gekommen und erst später, bei deinem zweiten, dritten oder fünften Mal, ist es dann erst als Shiny veröffentlicht worden. Nun was Allgemeines zu diesem Pokémon, dessen Aussehen. Auf was könnte dieses Pokémon denn basieren? Auf einen aztekischen Kriegssonnengott, Schutzpatron einer bestimmten Stadt und einem Adler. Nun noch ein paar Tipps zum Thema Leute finden. Ein neuer Raid-Boss, der ziemlich lange da ist, 2 Wochen. Wir sind es jetzt eigentlich aktuell sogar gewohnt, dass manche Raid-Bosse immer nur eine Woche da sind. Aber Gott sei Dank kommen ja die Inkarnationsformen ja nochmal wieder. Und dieser Raid-Boss ist recht lange da. Und es ist halt ein Raid-Boss, der wahrscheinlich gegen Ende sehr unattraktiv wird. Dementsprechend ist es immer ganz wichtig, bei der allerersten Raid-Stunde vielleicht entweder mal nach draußen zu gehen, sofern das von der aktuellen Lage möglich ist. Am Mittwoch von 18 bis 19 Uhr ist nämlich die Raid-Stunde und da finden halt so sehr viele Raids statt. Und wenn man Glück hat, findet man draußen auch ein paar Leute, die dann Pokémon Go spielen. Da kann man vielleicht ein paar Leute vor Ort finden. Falls ihr aber nicht rausgehen könnt und ihr wisst wirklich, dass in eurem Ort niemand spielt, was ich mir fast nicht vorstellen kann, dann wäre die andere Möglichkeit, 5 Leute zu eurem Raid einzuladen. Habt ihr da jetzt auch Probleme mit, dann könnt ihr zum Beispiel auf meinen Discord-Server kommen. Den findet ihr in der Videobeschreibung. Dort gibt es einen Kanal, der heißt Raid Orgas. Und dort könnt ihr dann euren Raid anbieten. Ihr solltet aber vorher die Anleitung lesen.
Zum Thema Discord-Server habe ich auch ein kleines Infovideo, wo ihr dann noch etwas genauer schauen könnt, wie funktioniert das Ganze, wo findet man was oder wofür ist was. Hat sich aber mittlerweile auch schon erweitert. Wir haben etwas mehr Kanäle als in dem Video. Das Video findet ihr in der Endkarte, das wollte ich eigentlich sagen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Glück für den neuen Pokédex-Eintrag. Das ist im Endeffekt das Einzige, was man hier bei diesem Raid-Boss braucht. Und nun kommen wir zu meiner aktuellen Ausbeute von Voltolos Tiergeistform. Insgesamt besitze ich 19 Voltolos von der Tiergeistform im Beutel. Ich habe bestimmt noch keins verschickt. Das wird ja erst am Dienstag stattfinden bei der Rampenlichtstunde, weil es einen passenden Bonus dazu gibt. Mein Bestes ist leider 93%. Ich gehe nicht davon aus, dass ich heute noch ein besseres bekommen werde und werde wahrscheinlich das 93er dann auch später mal pushen. Nun seid ihr gefragt, wie sieht es denn bei euch aus mit der Ausbeute von Voltolos Tiergeistform und was haltet ihr von dem Raid-Boss, der als nächstes kommt? Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal. In der Videobeschreibung findet ihr noch weitere Kanäle von mir. Da findet ihr auch den Discord-Server und meinen Twitch-Kanal. Und bis zum nächsten Mal. Batsch!